und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, wie ihr seht, es ist Star Wars The Force Unleashed mit Battlefront demnächst kommt im November und dem neuen Film im Dezember. Habe ich mir gedacht, als Füllung für die jetzt frei werdende Stelle, an der vorher Deadpool war, werde ich jetzt dieses Spiel setzen und damit starten wir einfach mal mitten ins Geschehen mit einem neuen Spiel. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. The Force Unleashed. Die Galaxis steht vor einer großen Dunkelheit. Das böse galaktische Imperium hat die alte Republik gestürzt. Versetzt nun unzählige Welten in Angst und Schrecken. Die Jedi-Ritter wurden so gut wie vernichtet. Nur ein paar wenige sind im Imperium gekommen und in der Galaxis verstreut untergetaucht. Die Spione des Imperators konnten einen einsamen Jedi auf Kashyyyk auswählen, den Heimatplaneten der Jedis. Darth Vader, der dunkle Lord, ist der von Yoda entsandt, um zu vernichten. Vader, wir sind bei der Ankunft in einen Hinterhalt geraten, aber ich habe die... Euer Versagen interessiert mich nicht, Commander. Ich bin auf einer eigenen Mission hier. So, da ist er. Der dunkle Lord des... Darth Vader. Und wer kontrolliert ihn? Hier. Nochmal was ganz anderes. Ja gut, nicht wenn man Star Wars Battlefront 1 oder 2 gespielt hat, aber... Wir marschieren mal vorwärts. Ihr könnt mir nichts... Fliegt. Davon. Oder spürt mein Laserschwert. Ist hier noch irgendwo einer? Wir machen das jetzt auch erstmal kaputt. Und tschüss. Ja, Mächte hat der Anakin hier. Auf geht's mit Helm und Cape. Gegen das Gute. Moment, warte mal. Sind die irgendwie immer noch auf der falschen Seite? Ah.
Da kommen ein paar Gegner. Machen wir so platt. Nein, du fliegst. So. Weiter geht's. Pack das weg. Das hilft doch eh nicht. Sie lernen das aber auch einfach nicht. Bye bye. So. Ah, wo sind sie denn? Okay, ich brauch Gegner. Ach, da ist noch einer. Moment, Moment. Bye bye. Ach, noch einer. So, das Problem ist auch geregelt. Ihr dürft mal ein bisschen davon schmecken. Das Ganze schön hinterlegt mit der dunklen, imperialen Musik. Komm her. Na los. Du auch. Und du gehst da hin. Die Kamera folgt ihm noch schön. Ich glaube, da hat uns irgendwer irgendwas in den Weg gestellt. Wir räumen das mal eben weg. Weil hilft ja eh nicht. So. Nein. Schwert kommt zurück. Weiter geht's. Auch eure Sprungattacken helfen nichts. Seht es doch ein. Ergebt euch. Lasst mich in Ruhe. Ich habe eine eigene Mission. Verzieh dich. Verzieh. Ich. Ja, doch, das hat noch getroffen. Aufwärts geht's. Hä? Ah, da geht's weiter. Dam, dam, dam. Nein, du willst nicht springen. Ach doch, er wollte springen. Ach, egal. Ich kann euch auch so fliegen lassen, wenn ihr das wollt. Wir nehmen bei irgendwie alles andere auseinander. Aber wenn juckt's. Kuckuck. Ach. Sag mal, wer hat eigentlich euch das Fliegen beigebracht? Oh, jetzt muss ich außen rumlatschen. Diese Hornochsen bei den Sturmtruppen. Was treffen die eigentlich? Na los, weg mit dir. Weg mit dir. Kommt noch mehr. Na, kommt hier gesprungen? Nein. Abgelehnt. Abgelehnt. Ach, da kommt ja noch mehr angerannt. Abgelehnt. Immer noch nicht. Meine Güte, ihr lernt das aber auch nicht. Da will noch mehr. Kann ich auch fangen, wenn ihr das lustiger findet. Ja, der springt einfach so in seinen Tod. So, jetzt schnappe ich mir die beiden Vögel hier vorne. Ist da noch hinter mir einer? Tatsache. Ja, das ist für dich. Das ist für dich. Hier kriegt das.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ihr fallt alle einfach um. Hm? Ja. Will noch mehr? Tatsache. Ihr lernt es aber auch nicht. Gibt nichts Mächtigeres hier dazwischen? Hallo, ich will Gegner. Oh, da ist ein Palast oder sowas. Da kommt bestimmt was Heftiges. Hm. Er springt in mein Schwert rein. Entschuldigung, da kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Das war der Falsche, der war eh schon weg. So, den schnapp ich mir. Er fängt das hier und fliegt dann. So. Dann schauen wir mal, was hier vorne los ist. Ne. Eine verschlossene Tür. Zwischensequenz. Dunkler Lord! Was ihr auch wollt, hier findet ihr es nicht! Ihr könnt euch nicht vor mir verbergen, Jedi. Kehrt um! Pff, mit mir kannst du es doch nicht aufnehmen. Ach, sofort in Zweikampf hier verkantet und du schnappst dir jetzt das und... Und das und das und... Oh, das war die falsche Richtung. Ey, aber er trifft auch nicht. Bye, bye. Ja, fang das Schwert, fang das Schwert. So. Da. Gib mir mein Schwert wieder. Oh oh. Ich sehe nichts. Aber er macht irgendwas Lustiges. Ich glaube, er hat sich mehr selbst damit geschadet als sonst irgendwas. Na, jetzt lass mich doch mal ran hier. Nicht in der... Ich meine natürlich nur gegnermäßig. Ach, ich will dir doch nur das Schwert zwischen die Rippen rammen. Jetzt aber mal... Oh oh. Ich glaube, ich werde ziemlich gut, ne? Da. Und das. Oh, nicht schon wieder. Ich verziehe mich wieder. Nein. Au. Oh. Ah, der hat gesessen. So, das wird es aber jetzt mal gewesen sein mit dir, oder? Ach, ist doch nicht der... Ja, jetzt ist aber mal gut hier. Sag ich doch. Jetzt kommt so eine Kampfsequenz. Knöpfchen drücken. Richtigen Moment. Gut, weil es jetzt am Anfang ist, alles ist natürlich sehr einfach. Fliesch! Fliesch, böser Jedi, fliesch! Ach nee, wir sind die Bösen. Nein, ich habe die Sequenz weggedrückt. Naja, Darth Vader findet ein Baby, oder nee, einen kleinen Jungen, der ihn angreift und rettet ihn vor den Soldaten. Und dieser Junge ist ein wenig rangereift und steht jetzt hier vor uns. Beziehungsweise, wir sind das. Ah, kleine Einführung in die Sache mit der Macht. Einmal dadurch. Einmal dadurch. Einmal dadurch. Damit jetzt die Wachen umhauen. Einmal dadurch, einmal... Hey! Einmal dadurch und... Ja, ich habe keine Macht mehr. Moment, ihn aufladen lassen. Das ist der blaue Balken da unten. So. Fertig.
Ich darf während der Sequenzen nicht reden drücken. Und ich habe es schon wieder getan. Ich glaube, ich habe eine Sequenz abgebrochen. Wir suchen Meister Coda und haben die Pilotin kennengelernt. Verdammt! Laut imperialen Aufzeichnungen war Ram Kota ein angesehener General während der Klonkriege. Ihr jagt Jedi. Ich bestrafe Darth Vaders Feinde. Das tut ihr jetzt auch. Fahr fort, Proxy. Meister Kota war ein Militärgenie, doch er hielt die Klonsoldaten nicht für kampfbereit. Er verließ sich auf seine eigene Miliz. Dann waren keine Klone bei ihm, als Order 66 erteilt wurde. Nach der Order 66 verschwand er. Imperialen Berichten zufolge soll er tot sein. Warum taucht er dann auf und greift das Imperium an? Er will gefunden werden. Dann laufen wir in eine Falle. Wie viele Piloten habt ihr bisher verloren? 7. Wunderbar. Koordinaten für Nasha da eingegeben. Lichtgeschwindigkeit. Sperrt die Kommandozentrale ab und bringt den Holo-Projektor zum Laufen. Ja, Sir. Alle Trupps sollen ausschwärmen und die Opposition zu uns treiben. Sprengladung auf den Ebenen 2, 5 und 12, wie geplant. General Kota, er ist hier. Hab ich euch aus dem Versteck gelockt. Das Eindämmungsfeld in Hangar 12 senken und die Männer sollen in Position gehen. Ja, General. Eclipse an Starkiller. Ich bringe die Rogue Shadow außer Feuerreichweite, während ihr eure Mission erledigt. Die Scanner sollten eure Bewegungen verfolgen können. Ich halte euch via Comlink auf dem Laufenden, so gut ich kann. Eclipse Ende. So, jetzt rede ich auch wieder. Ich werde versuchen, die Sequenzen nachzureichen. Ich glaube, irgendwo gab es sowas. Da werde ich die aufnehmen und dann machen meine natürlich vorherigen Kommentare, dass ich weggeklickt habe, nicht so viel Sinn. Aber den kleinen Fauxpas dürft ihr mir oder werdet ihr mir hoffentlich verzeihen, wenn es funktioniert. Ansonsten entschuldige ich mich nochmal dafür. Fürs Wegklicken. Ich werde demnächst mein freches Mundwerk halten, wenn die Sequenzen starten. So. Mahlzeit. Unsere Aufgabe ist übrigens, es darf gar keine Zeugen geben. Deshalb legen wir sowohl die Rebellen als auch die anderen um. Ich schnappe mir mal hier so ein explosives Fass. Oh, das mal da unten zwischen. Oh, das war nicht ganz dahin, wo ich es haben wollte. Ah, das mit dem Ziel haben wir noch. Eins habe ich noch. Nein! Ey, das war völlig weit weg. Unbegrenzte Energie ist auch gut. Das nutzen wir auch gleich mal aus hier. Die Hangarschotttür versiegelt wurde. Ihr müsst einen Weg durch diese Tür finden. Das nutzen wir mal aus mit der unendlichen Energie. Ihr dürft alle fliegen. Komischerweise ist das nicht so stark wie beim Vader vorhin. Oh, die Energie ist futsch. So. Oh, wo seid ihr? Das Grüne, was ja immer auf uns zufliegt, ist das Leben. Was wir zurückkriegen, wenn wir die umlegen. So, da hinten sind noch zwei